So, jetzt sind wir hier vor einem 8 Meter Concorde und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Den nehmen wir mal unter die Lupe. Fangen wir außen an, Ursi? Ja, können wir machen. Und dann schauen wir, in die inneren Werte kommen wir dann später drauf zu sprechen. Ja, ist ein ziemlich großes Fahrzeug. 3,60 Meter ist er hoch. Oh ja, und über 8 Meter oder unter 8 Meter, das weiß ich gar nicht. 7,99 Meter und kostet, so wie er jetzt hier steht, 302.000 Euro. Mhm. Also. Aber ich kann es euch sagen, sieht schon toll aus. Ich war nämlich schon drin. Wir zeigen es euch jetzt. Ja. Da steht er, der große Fahrzeug, und man sieht schon, man hat 1, 2, 3, 4, 5 Stufen zum Reingehen. Herr Jung, haben wir uns sagen lassen. Okay, wenn es so ist. Dann haben wir hier eine große Stauklappe, zum Beispiel für Gartenmöbel etc. Was man aber eigentlich gar nicht bräuchte, denn man hat hier noch ein viel größere Heckgarage. Da ist dann die ganze Elektronik und alles untergebracht. Ja, Licht gibt es auch, das ist hier oben. Ja, Steckdosen. Und Steckdosen gibt es, die man sich dann auch noch zusätzlich mehrere einbauen lassen kann, ja, wem es nicht reicht oder wer einfach mehr braucht. Ja. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir dann die Heckkamera natürlich. Wieder die Heckgarage. Außer Dusche. Eigentlich ist hier alles drin, was man braucht, oder? Ja. Oder auch nicht braucht. Dann so viel Platz. Hier hat man den Zugang. Das Fahrzeug ist natürlich mit einem Fäkaltank ausgestattet. Und hier ist der Zugang zum Fäkaltank, falls mal eine Verstopfung vorliegt. Wir haben uns sagen lassen, wenn eine Verstopfung vorliegt, es gibt keine Beschreibung, wie man die beseitigt. Aber man kann im Werk anrufen und der Mechaniker freut sich, wenn er das erklären kann, weil er braucht das nicht selber machen. Also ja, auch sehr unangenehm, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Ja. So, dann haben wir hier den Gastank, oder? Was ist das? Gastank ist unten. Ja, das ist hier mit Schlauchsystem und auch gleichzeitig Ablassventil. Ja, es ist schon Wasser und alles. Für ja. Schwarzwasser und für Grauwasser. Geht aber alles in ein Rohr rein, sodass dann das Schwarzwasser, wenn man es abgelassen hat, also die Fäkalien auf gut Deutsch, dass die dann gereinigt werden durch das Grauwasser. Und da unten ist der zum Gastank, meine ich. Ja, hier ist der Gastank eingebaut für Drehschatz. Ah ja, so. So, hier ist der Gastank, das sind, ich glaube, 160 Liter, haben wir gesagt, oder? Ja, so um den Dreh, 150, also nur 150 oder so, ja. Und Gasflaschen sind noch separat vorhanden. Die sind dann in einem Fach, wo jetzt das Zubehör drin ist. Ja, das ist zu. Das ist ja noch offen, das ist nämlich die alte Heizung hier. Und hier dann ist das Gasflach und das ist zu, weil da ist das ganze Fahrzeugzubehör drinnen. Damit es keine Beine bekommt. Was da unten ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die aufmacht, die Klappe. Da ist halt auch nur was Technisches. Ja. Also, das wissen wir jetzt nicht. Und hier ist auch nochmal. Und hier ist nochmal ein Zuladfach. Ja. Kann man durch alles. Klappe nicht fallen lassen. Ja, machen wir natürlich. Also, nicht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und schauen wir mal. Stauraum ohne Ende. Ja, also für zwei Personen ist es ausgeglichen. Oder in dem Fall mit Hubbett für vier Personen. Ja. Und da muss man sagen, also da können wir mehr mitreißen, was Unterbringungsmöglichkeiten sind. Da muss man sich ja richtig überlegen, was man alles mitnehmen soll, noch kann oder was man nicht braucht. Man muss überlegen, was man daheim lässt. Ja, genau. Ja, ist natürlich schon schön. Und von vorne. Ja, ist natürlich schon was. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wie die
elektronische Markise oder die elektrische Markise funktioniert. Hatte ich gar keinen Fuß mehr unten? Doch, doch, den Fuß müssen wir rausmachen. Hier gibt es noch so zwei Spannvorsichtungen. Mhm. Ja. Also die Füße macht man dann erst, kann man ja erst ganz, ganz sehen, ja? Und wenn man jetzt wieder eingefahren hat, hat sich das gespannt und jetzt machen sie die Füße noch raus. Dann gehen wir mal rein, oder? Würde ich so sagen, ja. Ja, also die Stufe hast du ja schon gesagt, hier sind zwei Ablagefläche. Finde ich jetzt sehr praktisch, weil wir haben da ja unsere Einkaufstasche mit unter drin. Also finde ich immer praktisch. So, dann gehen wir da mal hoch. Ja, das sieht natürlich schon edel aus alles, das muss man mal ganz klar sagen. Der Vorteil, also wie die Frau Baumgartner schon gesagt hat, liegt natürlich, wenn man hier weiter vorne sitzt, da hat man nicht so einen langen Vorlauf, was ja im Prinzip auch toter Raum ist. Und es ist alles extrem hochwertig natürlich verarbeitet. Wir haben hier einen Charisma, kann man mal reinhalten. Der 790L hat eine Länge von 7,99 Meter, 2,40 Meter Breite und 3,59 Meter Höhe inklusive Dachantenne, also Fernsehantenne. Und der ist auf 7,5 Tonnen aufgelastet und hat eine Zulassung von 1200 Kilogramm. Das langt eigentlich aus, 1200 Kilogramm und 210 PS. Er kostet 302.900 als Angebotspreis. Listenpreis ist 329.000 in der kompletten Ausstattung, wie er jetzt hier steht. Was dann da noch an Verhandlungsspielraum drinnen ist, das weiß ich nicht. Da haben wir verhandelt, haben wir noch nicht. Aber es ist ein schönes Fahrzeug. Und wenn ich mir jetzt hier den Tisch anschaue, das Lenkrad lässt sich übrigens abnehmen, sodass man dann leichter drehen kann. Das müsste man jetzt abnehmen, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Aber wenn man sich den Tisch anschaut, dann sieht man schon mal. So, und der lässt sich dann feststellen natürlich und den kann man auch hin und her drehen. Was also ganz tolle Sache ist. Da hat man also genügend Platz und während der Fahrt macht man einfach zusammen und schiebt ihn zur Seite und schon ist es erledigt. Es sind dann Staukästen da drunter, Schubladen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch den Fernseher zu verbauen. Man kann ihn dahinter machen, einen großen. Oder was uns wesentlich lieber ist, der Rossi? Ja. Wenn er hier im Eingangsbereich ist. Und die Größe langt uns auch so viel, wie wir Fernseher schauen. Da ist das ganze Bedienpanel und die ganze Technik. Ja, und ansonsten ist es halt konkret steil. Hier mit Klimaanlage. So, das Ganze gibt es in einer Variante mit Hubbett und ohne Hubbett. Wir natürlich, wenn wir öfters mal unsere Enkel mitnehmen, nehmen das die Variante mit Hubbett. Klar. Und ansonsten ist die Lederausstattung wohl so, wie ich das mitbekommen habe, inklusive. Sieht natürlich schon sehr elegant aus. Ja, das hier ist jetzt hier das dunkleres Holz, aber natürlich kann man das auch individuell ganz anders gestalten. Ja, da haben wir hier den Küchenbereich. Ist natürlich auch schön mit Besteck schon gerade. Ja, was ich schon entdeckt habe, hier ist natürlich ein sehr großer Mülleimer, was immer sehr praktisch ist. Denn sonst muss man immer diese kleinen Eimerle. Die sind ja ratzfatz voll. Erstaunlicherweise immer geht es mehr wie schnell.
Ja, und was man hier noch sieht, also hier ist ja anscheinend für Kaffeemaschine, Drei drei Flammherd. Flammenherd. Ja. Aha. Kaffeemaschine, Ja, und hier gibt es noch ein Regal. Da kann man also wunderbar Gewürze reintun. Finde ich jetzt gar nicht schlecht, ja. Das hätte mir jetzt natürlich schon gefallen, sowas. wie gewiss auch hier Adler. Aha, ja. Diese Das hätte, Fächer. ja. Hoppla, die sind natürlich auch groß und hier natürlich alle mit so einer Kante, dass das Geschirr nicht rausfällt. Was Und ich auch schön da finde, ist, fehlt es dass man da eigentlich. noch eine Ablagemöglichkeit darunter hat. Ja, allerdings finde ich, weiß ich jetzt auch nicht, dass überall in der ganzen Front, weiß ich gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da über alles reintun müsste oder sollte. Hoppla. Aber ich denke, mit der Zeit fühlt sich das. So, dann hat man hier noch dann die Abdeckung von der Spüle, die ist hier untergebracht. Ja, ah, das sind zwei. Ja, klar. Was heißt da klar? Nö. Das Puzzle ist inklusive. Puzzle ist inklusive, ja. Also es sind zwei gleiche. Also da scheint was. Puzzle gelöst. Schau, Es ist zeig's ein auch. eingebauter Intelligenztest. Hier bitte. Intelligenztest bestanden. Okay. Stecken wir es wieder da rein. Jawohl. Dass sich der Nächste auch seine Intelligenz testen kann. So, dann schauen wir noch mal weiter. Was ich? Ja. Dann haben wir das Bad. Oh, wieso? Du fängst jetzt hier, guck mal, hier ist Also. Kühlschrank. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, ah, ich mache es auf der anderen Seite auch, damit du es siehst. Jawohl, schon zweiseitiger. Ist von Dometic. Ist im Prinzip der gleiche Kühlschrank, den wir haben, nur etwas Naja, der moderner. ist jetzt schon wieder, sieht innen anders aus. Sehr schön. Und dann ist das hier wahrscheinlich das Gefrierfach. Jawohl. Ja, das ist schön groß. Da kriegt man sogar ein bisschen mehr rein. Das bei uns. Ja. Hier ist eine Klimaanlage verbaut. Halt, ich bin ja noch gar nicht fertig. Und nur kurze Ja, Zwischensequenz. und der Backofen ist hier Jawohl. auch wieder dabei. Ja, sehr schön. Also, jetzt kannst du mit deiner Klimaanlage oder, Eine ja, Türe, wie macht man die zu? Ah, einfach mit Spiegel. zuschieben. Was? Tschüss. Seht ihr, ich bin tatsächlich dabei. Also, da war ein Spiegel, oder? Ja. Ja, genau. Und dann haben wir hier das Bad. Ich bin auch dabei. Hallo. Ja, also Spiegel hat's genug. Toilette. Und hier ist wohl die Schaltanlage für den Fäkaltank. Da haben wir uns allerdings noch nicht so sehr Mit befestigt. auseinandergesetzt, ja, Was wir genau. jetzt nicht bräuchten, das ist ein Fenster im Bad. Ja, also so ein Fenster. Oben ist es vielleicht praktischer. Ich meine, Ja. ich denke, rausgucken tut man eh, zumal man mit dem Rücken dahin Eben. steht. Und was ich sagen muss, ist auf jeden Mach Fall mal. Na. bei der Dusche. Die steht jetzt aber total im Weg. Bei der Dusche fehlt uns eigentlich ein bisschen zum Abzug der Feuchtigkeit des Dachfensters. Ja, und deshalb haben sie da oben halt, das in der Mitte ist jetzt hier das Fenster, aber. Aber sie ist extrem groß, die Dusche. Ja, und sieht auch ganz edel aus, Ja. oder? Wie viele Ablagefächer? Zwei hat die. Laut. Ja. Nee, warte mal. Da eins, zwei, ja. Okay. Und was ich entdeckt habe, ein riesengroßer Kleiderschrank. Ja, schau mal. Also der ist wirklich groß und er hat ja auch noch Fächer. Also wenn man da nichts reinkriegt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also der ist Also. wirklich groß, der Wäre Schrank. groß genug für uns. Oh, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Schlafbereich. Da kann man auch noch die Türe zumachen, gell? Ja. Hallo, tschüss. Da sieht er mich jetzt leider nicht, weil kein Spiegel da ist. Ah ja, es reicht, wenn man mich sieht. So, nicht so mal. Also. Hier ist
alles genügend Platz. Ablage ist vorhanden, Licht ist da, Steckdose ist da. Ist USB auch da? Aber das kann man wahrscheinlich USB dann auch ist alles. Nicht da. Ah, oh, bestimmt irgendwo. Sonst kann man es bestimmt nachrüsten. Ja, ansonsten, also wir haben uns sagen lassen, dass das alles nachgerüstet werden kann, individuell nach den Vorstellungen. Denn mein Punkt ist immer, dass ich gerne das Fenster hier in Kopfhöhe habe. Weil wenn mal nachts was ist, wenn ein Auto herfährt und man steht irgendwo einsam, dann schaut man ganz gerne raus. Und es ist kein Problem, das lässt sich kann man versetzen lassen, das Fenster. Also, hier ausreichend Schränke für oh, knall nicht so. Wäsche. Da wache ich ja auf, wenn du knallst. Ist das Loch hinter dir? Ist das ein Offen? Ja. Ah ja. Oh ja, gut. Da kann man Bücher reintun. Ja. So viel kann man gar nicht lesen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier. Nochmal ein Fernseher. Jawohl, den wir auf jeden Fall brauchen, denn es kommt immer wieder vor, dass man mal unterschiedliche Programme anschauen will, obwohl wir relativ selten Fernsehen schauen, aber ab und zu braucht man den schon. Vor allem, wenn man länger unterwegs ist. Ja? Und was ich ganz praktisch war, als wir mit unserer Enkel unterwegs sind, bis das Mittagessen fertig ist, haben wir komm. Zischet ab, geht mal Fernseh gucken. Und wisst ihr was? Das ging ratzfatz, da waren die da am Fernseher. Also es ist nicht schlecht. Ja, also ein sehr schönes Fahrzeug. Das Einzige, wo ich sage, was für mich neben dem Preis etwas aufwendig oder ja, wie wollen wir das sagen? Der Preis. Ja, der Preis ja, ist schon also 300.000 Euro ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Und dann die Größe, die Höhe von 3,60 Meter, das ist natürlich auch eine Ansage. Das muss man mal ganz klar sagen. 3,60 Meter, also das ist schon eine Ansage. Aber es muss ja jeder für sich wissen. So, und dann haben wir noch unseren geliebten Wäschesack. Nee, da passt kein Wäschesack rein. Das ist nämlich nur hier eventuell Schuhe. Aha, okay. Ja, also für Wäschesack muss man sich ein anderes Plätzchen suchen. Schade, das haben wir eigentlich gut gelöst. Aber es sind natürlich auch hier die Tankzugänge sind relativ gut. Schau mal. Sieht man jetzt hier? Wasser? Ja, da kommt man überall zu den Tankzugängen im Boden eingelassen. Und das ist Schwarzwasser. Siehst du, und diese silberne Knöpfe, geh mal da auf Seite, hier und dahinter, das sind dann jeweils diese Klappenöffnungen, die man ja eigentlich sonst gar nicht erkennen könnte, wenn hier keine silbernen Knöpfe wären. Gott sei Dank sind die Silber. Was mir natürlich persönlich immer gut gefällt, das sind diese Glasschränke mit diesen schönen Gläsern. Sind sogar Echtglas. Okay, das müsste man eigentlich erwarten können, oder? Echtglas. Sehr schön. So. Und Ossi, wie sitzt du? Ja, wie der King. Oder die Queen, oder? So richtig. Also das muss man sagen, ist richtig schön, bequem, gemütlich. Das ist es schon. Gell? Und klar, alles großzügig. Groß, aber ist natürlich ein ganz anderes alles seine Fahrzeug. Vor- und Nachteile, ja. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, ist schon schön, ja. Es ist ein Traumwohnmobil. Achso, der Vorhang hier ist wahrscheinlich für das Hochbett. Das Hochbett, damit man seine Intimsphäre hat. Ja, genau. Sehr schönes Fahrzeug. Ja. Und hat aber, wie gesagt, einen Haufen Staufächer. Also da kann man wirklich einen halben Hausstand unterbringen. Sehr groß. Sehr schön. Ein Traum. Und ja. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitträumen lassen. Ja.
Wenn ihr gut geträumt habt, vergesst aber nicht, vorm Aufwachen uns dann noch einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Uns hat das Fahrzeug auch gefallen. Jetzt gehen wir zum Caravansalon. Mhm, genau. Der findet nächste Woche statt. Wir fahren da hoch und ihr dürft natürlich mit uns dabei sein. Wir haben noch vor, Morello zu zeigen, wir haben vor, Francia zu zeigen und auch Phoenix. Mhm. Und natürlich werden wir auch nochmals zur Firma Concorde schauen, denn die Concorde-Fahrzeuge, die gefallen uns schon auch sehr gut. Ja, und da gibt es noch, glaube ich, ein kleiner, oder? Das war ja der Credo, oder wie der war Credo, das? Der Credo, das ist, also es gibt verschiedene Varianten von dem Concorde. Und dieses Modell, was, in dem wir jetzt sitzen, ist der Carver. Und der wird jetzt. Charisma. Wir sind jetzt im Charisma. Ah, okay. Also, Im das ist jetzt nicht so ganz firm, sagen wir doch, so. Im Charisma steht doch da. Ah, okay. Also, ist der Charisma. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Ja. Und da gibt es noch eine andere Variante, nämlich. Also, die zukünftige Variante vom Charisma ist dann 8,70 Meter in der kleinsten Länge. Und für uns wäre so und so eine maximale Länge von 8 Metern, das wäre für uns ein Cut. Für die Uzi. Nicht. Nein, lang darf er aus. Also in 8 Metern, da haben wir alles, was man braucht, inklusive Kleiderschrank. Also das würde uns langen. Und den gibt es in Credo dann noch auf der Messe und den zeigen wir euch natürlich auch. Ja. Schauen wir uns auch an. Wir freuen uns auf die Messe und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Daumen hoch gebt. Und jetzt verabschieden wir uns. Ja, also macht's gut, träumt weiter oder realisiert euren Traum. Genau. Das Leben ist zu kurz, um die Träume aufzuschieben. Ja, heißt's immer wieder, gell? Also, wir sehen uns. Ciao.